Kollegen Xaver Jung für die CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Gute Bildung ist ein Menschenrecht und darüber hinaus das wichtigste Kapital unseres Landes. Sie ist eine gesellschaftliche Notwendigkeit. Wir wollen jedem Kind und jedem Erwachsenen in Deutschland die bestmöglichen Bildungschancen ermöglichen, unabhängig seiner Herkunft und seiner materiellen Möglichkeiten. Gute Bildung, das heißt für uns mehr als notwendige Allgemeinbildung. Wir müssen gut auf das spätere Berufsleben vorbereiten. Wir wollen Aufstieg durch Bildung ermöglichen. Wir stehen dabei für eine Vielfalt an Bildungsangeboten, auch beim lebenslangen Lernen. Meine Damen und Herren, zum sechsten Mal wird uns mit dem aktuellen Bildungsbericht eine umfassende empirische Bestandsaufnahme für das deutsche Bildungswesen vorgelegt. Wir haben damit eine wertvolle Datenbasis für Bund und Länder, um weiter die Qualität des Bildungsangebotes zu verbessern. Dafür vorweg ein herzliches Dankeschön an die Autorengruppe. Ich danke an dieser Stelle auch allen relevanten Bildungsakteuren, Erziehern, Lehrerinnen, Dozenten, Professorinnen und nicht zuletzt den Eltern. Der Bericht reicht von der frühkindlichen Erziehung über den Schulbereich, die berufliche Ausbildung und die Hochschule bis zu den verschiedenen Formen der Weiterbildung im Erwachsenenalter. In diesem Jahr lautet das Schwerpunktthema Bildung und Migration. Wie bereits der OECD-Bericht wird uns wieder ein positives, ein hervorragendes Zeugnis ausgestellt. Bildungsstand und Bildungsbeteiligung sind über einen längeren Zeitraum kontinuierlich gewachsen und haben sich positiv entwickelt. Das ist das Ergebnis einer Vielzahl positiver Entwicklungen in allen Bildungsbereichen. Das ist doch prima. Da können wir uns doch gerne freuen. Wir Mitglieder im Bildungsausschuss sind ja da meistens etwas von ruhiger Sachlichkeit, aber wenn es so positive Ergebnisse gibt, können wir uns doch gerne mal freuen. Die Bildungsausgaben unseres Bundes lagen 2015 gut 80% über dem Wert von 2008. Das haben wir gemacht. Darauf sind wir stolz. Meine Damen und Herren, wir wissen, hochwertige Bildung beginnt in frühen Kinderjahren. Wir fördern seit vielen Jahren die Kitas und so freut uns, dass wir 2015 einen neuen Höchststand an pädagogischen Fachkräften verzeichnen können. Hier müssen wir noch an den Arbeitsbedingungen der Fachkräfte arbeiten. Da sind die Länder dann gefordert. Aber nicht nur quantitative, sondern auch qualitativer Ausbau der Kindertagesbetreuung ist wichtig. Hier müssen wir Lese- und Sprachförderung weiter ausbauen. Wir freuen uns, dass die Bildungsbeteiligung der unter Dreijährigen um weitere 3,6 Prozentpunkte auf nunmehr 32,9% gestiegen ist. Ein guter Zwischenschritt. Auch der Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr muss weiter vorangetrieben werden. Kinder mit Migrationshintergrund und Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern müssen bereits im Kindergartenalter besser gefördert werden. Programme wie Kultur macht stark und Lesestart der Bildung Lesen sind hier ein richtiger Ansatz. Der Bericht bestätigt eine kontinuierlich voranschreitende Ausbau der Ganztagsangebote in allen Schularten. Das freut uns. Wir sind jetzt schon bei 60%. Das muss noch mehr werden. Jugendliche mit niedrigem sozialökonomischem Hintergrund haben aufgeholt. Sie konnten ihre Lesekompetenzen bei PISA deutlich verbessern. Immer weniger Jugendliche verlassen die Schule ohne Hauptschulabschluss. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler ohne Hauptschulabschluss hat sich von 8% 2006 auf 5,8% in 2014 reduziert. Das sind doch alles gute Nachrichten. Die Situation von Schulabgängerinnen und Schulabgängern bei der Ausbildungsplatzsuche hat sich ebenfalls deutlich und kontinuierlich verbessert. 686.000 junge Menschen nahmen 2015 eine duale oder überbetriebliche Ausbildung auf. Der Rest Europas beneidet uns darum, auch um unsere niedrige Jugendarbeitslosigkeit. Unser wichtiges und einzigartiges duales Ausbildungssystem trägt weiterhin gute Früchte, besonders
Viele junge Menschen arbeiten nach ihrer Ausbildung direkt im gelernten Beruf, meist sogar im Ausbildungsbetrieb selbst. In Problemfällen brauchen wir individuelle Unterstützung. Unser Programm Bildungsketten bietet da den richtigen Ansatz. Die Übernahmequoten nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss sind in den ostdeutschen Ländern gestiegen und nähern sich langsam den westdeutschen Zahlen. Das freut nicht nur die Menschen in Ostdeutschland. 2014 erhielten 41% an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen die allgemeine Hochschulreife. 2006 waren es nur 29,6%. Die Anfängerzahlen, die Studienanfängerzahlen, sind damit erneut über den von uns geplanten Zahlen gelegen. Im Grunde ja keine schlechte Sache. Der Anteil der Personen mit Hochschulzugangsberechtigung oder Studienabschluss ist weiter gestiegen. Im Bereich der Promotion sind wir sogar Spitze in Europa. Kann man auch mal klatschen. Muss man sogar. Es gibt gute Nachrichten, gibt es auch im Bereich der Weiterbildung. Die Gesamtteilnahmequote ist auf 51% im Jahr 2014 angestiegen und liegt damit auch über dem gesetzten Ziel der Bundesregierung. Auch in den Bereichen Migration und Integration werden Erfolge bestätigt. Dazu werden nachher meine Kollegen noch etwas sagen. Ich könnte noch lange weitere positive Nachrichten aufzählen. Leider lässt es die Redezeit nicht zu. Meine Damen und Herren, nichts ist so gut, dass es nicht noch besser werden könnte. Das gilt selbstverständlich ganz besonders für unser Bildungssystem in Deutschland. In einem System, das von vielen als zu kompliziert und unübersichtlich kritisiert wird, andernorts dagegen als ideologisch einseitig wahrgenommen wird. Ein System, das einerseits als verstaubt, andererseits aber als zu experimentierfreudig kritisiert wird. Dennoch sieht der Bericht die vielfältigen Anstrengungen von Bund, Ländern und Kommunen für geeignet, das Bildungsniveau in Deutschland weiter zu verbessern. Den Bundesländern hat der Bericht die Aufgabe aufgetragen, die regionalen Ungleichheiten und die Erreichbarkeit von Bildungseinrichtungen für Bildungsangebote, vor allem im ländlichen Raum, zu ermöglichen. Kurze Beine, kurze Wege muss hier der Leitsatz sein. Ebenso brauchen Kinder und Jugendliche aus Risikolagen eine besondere Förderung. So ist es trotz erkennbarer Fortschritte leider noch nicht gelungen, den engen Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg nachhaltig aufzubrechen. Der vom Kabinett beschlossene, die Stellungnahme aus dem Kabinett zum Bericht hebt hervor, dass man folgende Handlungsfelder ausgemacht hat: weiterer Ausbau und bessere Qualitäten der frühen Bildung schaffen, mehr Chancengerechtigkeit durch bessere Bildung, Berufsausbildung stärken, Übergänge verbessern, Attraktivität und Qualität des Hochschulstudiums sichern sowie Weiterbildung stärken und transparent gestalten. Wir sehen, die Regierung kennt die Herausforderungen. Selbstverständlich werden wir als CDU-CSU-Fraktion die Regierung auf ihrem weiteren Weg gerne aktiv und konstruktiv begleiten. Auch für uns steht weiterhin die Qualität des Bildungsangebots im Vordergrund. Wenn wir es jetzt noch schaffen, die regionalen Bildungsungleichheiten zwischen den einzelnen Bundesländern auszugleichen durch vergleichbare Abschlüsse, durch Lernleistungen, die vergleichbar sind, wenn der Abschluss in Deutschland irgendwann auch in allen Bundesländern gleich von der Qualität gleich angesehen wird, dann werden wir auch Enthusiasmus bei der Bevölkerung haben, wenn es um unser Bildungssystem geht. Und ich bin sicher, wenn wir das alles umsetzen, was wir geplant haben, dann werden wir auch beim nächsten Bericht wieder uns freuen dürfen, so wie heute. Vielen Dank. Danke. Bevor ich der nächsten Rede